Willkommen zu einer oder zu der letzten Folge von Juice 2 Hot Import Nights. Wieso ist es die letzte Folge? Wir fahren jetzt das letzte Event für diese Liga, weil wir kein weiteres Rennen mehr in dieser Liga haben, welches ich fahren würde. Die Drift König Meisterschaft fahre ich nicht mehr. Dementsprechend wird das nicht gefahren. Und das hier fahre ich nicht, weil mir das doch ein bisschen zu extrem ist mit 2 Sekunden Vorsprung nur. Und diese 50 Millionen Driftpunkte fahre ich auch nicht. Ansonsten haben wir alles soweit abgeschlossen in dieser Liga. Die letzte Folge habe ich schon ein wenig in die Länge gezogen, um halt in dieser Folge in 1 durchfahren zu können. Und zwar dieses letzte Event. Es ist ein super Sportwagen, ein Extrem Nitro Ausdauer Prototyp Rennen. Super Sportwagen, rechts oben sieht man es, genau. Es sind 4 Rennen oder 4 Strecken. Wir haben 3 Fahrzeuge zur Auswahl, den BMW, den Salen und den Pagani. Die 2 Wagen hier haben wir gewonnen. Wir fahren deshalb unseren Wagen, unseren Pagani. Es wird jetzt ein langes Rennen. Ich muss gestehen, ich habe dieses Rennen... Fraps hat sich leider bei der Aufnahme aufgehängt. Ich nehme gerade dieses letzte Rennen zum zweiten Mal auf. Daher weiß ich, dass wir jetzt 12 Runden fahren müssen. Wir sind wieder zurück auf Bayside Hustle. 12 Runden. Okay Leute, das ist einfach zu verstehen. Zeit für ein weiteres Rundstreckenrennen. So, einfach ist es nicht, es sind 12 Runden. Wir sind nun in Runde 1 der Meisterschaft. Und wir machen alles an Wetten, was wir kriegen können. 500.000. Erhöht auf 650.000. 650.000 vereinbart. Gut. Aber du zahlst am Ende. Und rennen. Und los geht's. So, 12 Runden. Wie schlecht. Auf und macht eine Position gut. Wagen 8 verheizt sein Nitro und schmelzt alles hinter sich ein. So. Wow, was für ein heftiger Zusammenprall. Jetzt sind alle wach. Wagen 5 hinterlässt ein Durcheinander. Er ist gegen eine Reifenwand gefahren. So, wir sind schon wieder Erster. Das ist mal ein ordentliches Nitro-System, das Wagen 4. So war das jetzt nicht geplant. Ups, ich glaube, Wagen 1 wollte diese Reifenwand eigentlich nicht rammen. 12 Runden. Das sieht übel aus, Wagen 4. Wenn man die Nadel nicht hupfen würde, das wäre richtig angenehm hier zu fahren. Wow, Wagen 7 ist gerade in einer Reifenwand gefahren. Dem Streckenpersonal wird das nicht gefallen. Ja, man kann hier richtig gut liegen sie nämlich überall auf der Strecke. Speed machen. Wagen 8 stellt sich schnell der Wand vor. Wagen 8, Wand, Wand, Wagen 8. Oh Junge, auf der Strecke herrscht Chaos. Überall Reifen nach dem Unfall von Wagen 7. Dank Wagen 1 liegen nun brutale sind die Huckel hier auf der kurzen Geraden. Oh, Wagen 7 knallt volles Pfund vor die Mauer. Da wir einen Supersportwagen haben, ist er gut versichert. Liegt er dann nicht mehr so gut auf der Straße. Wagen 7 hat eine Reifenwand gerammt und die Reifen haben sich gelöst. Alle anderen Fahrer müssen aufpassen. Wagen 8 hat auf der gesamten Strecke Reifen hinterlassen. Na, eigentlich nicht. Wagen 4 knallt mit voller Geschwindigkeit vor die Mauer. Das muss wehtun.
Wagen 5 gibt einen Platz ab. Wagen 3 trifft auf Reifenwand. Jetzt wird's gefährlich auf der Strecke. Tja, bald gibt's einen Reifenabverkauf, dank Wagen 6. Jupp. Wagen 2 hatte einen Unfall mit der Wand. Das müssen wir uns für das Best aufheben. Naja, schade, dass ich das Nitro jetzt verloren habe. Die Investition in Nitros zahlt sich aus für Wagen 3. Wagen 3 ist in eine Reifenwand geknallt. Passt auf, Leute. So, bis in Runde 80 gerade. Mal sehen, ob alles okay ist. Zum Glück war das nicht mein Auto. Wenn wir so weitermachen, holen wir die da vorne sogar noch ein. Wagen 2 ist in eine Reifenwand gefahren. Da werden Unfälle nicht lange auf sich warten lassen. Ladies and Gentlemen, das wird spannend. Wagen 5 hat eine Reifenwand getroffen und die Teile liegen auf der ganzen Strecke. Hoppla, das kam unerwartet. Und da sehen wir schon die ersten Autos. Wagen 6 ist gerade in eine Wand gekracht. Wagen 6 weiß, woran es diesmal gelegen hat. Das war ein hässlicher Unfall. Momentan fühle ich mich, als ob wir hier Letzter wären. Ich habe den Eindruck, diese Typen glauben, sie spielen da draußen Hockey. Wow, Wagen 1 ist gerade gegen eine Reifenwand geknallt. Das hinterlässt Hindernisse auf der Strecke. Wahnsinn! Wagen 6 funkelt die Strecke entlang. Gefahr! Ich komme irgendwie gerade nicht durch den Verkehr. Wagen 6 hat eine Reifenwand gerammt. Wagen 8 nähert sich dem Ziel. Wow! Ah, fuck. Ich hätte wohl besser auf diese Reifenwand achten sollen. Ja, wir sind in der letzten Runde. Wagen 2 hat gerade eine Reifenwand gerammt. Hindernisse verteilen sich auf der gesamten Strecke. Alter! Diese Crystal, die geht mir gerade tierisch auf den Keks. Schnell reagieren müssen, um den Na egal. Oh yeah! Wir hatten sowieso eine Runde Vorsprung. Tja, mal schauen, wie viel Vorsprung wir haben. 4,48 haben wir gebraucht. Also. Hui, da haben wir ein ganz schönes Stückchen Vorsprung gehabt. Die Wette haben wir gewonnen. 6 Punkte haben wir damit gewonnen. Jetzt geht es nach Japan. Auch wieder eine schöne Strecke, viele Geraden, aber schöne viele scharfe Kurven. Wir haben ein Extrem Nitro und wir haben einen Supersportwagen. Das heißt auch sehr viele Beulen. Gefährlich ist gleich diese eine Absackung da, oder dieser andere Tunnel. Und nochmal, Full Impact. Das ist die einzige Stelle, wovor ich Angst habe. Okay, Leute, das ist einfach zu verstehen. Zeit für ein weiteres Rundstreckenrennen. Diesmal nehmen wir ihn hier, mit der Wette. Und zwar erzähle ich euch gleich, wieso ich davor Angst habe. Oder ich zeige es euch genau auf der Strecke. Sagen wir so, ich hoffe, dass ich es euch nicht zeige. Ich bin dabei. Ja, ist ja in Ordnung. Komm in Wallung. Rennen. So, und Extrem Nitro rein. Wir fangen schon mal an zu schieben. Komm schon! Nach diesem unglaublichen Aufprall brauchen wir vielleicht einen Abschleppwagen für Wagen 8. Mann, Wagen 2 knallt mit hohem Tempo vor die Wand. Oh mein Gott, wie abgefahren! Wagen 4 ist auf dem Weg nach hinten. So, jetzt kommt die Stelle. Und zwar genau wegen dieser Leitplanke in der Mitte. Verheizt sein Nitro und schmelzt alles hinter sich ein. Oh, das war böse. Wagen 5 breit bei hoher Geschwindigkeit vor die Wand. Die arme kleine Wand kann einem richtig leid tun. Wir haben einiges am Vorsprung schon rausgefahren. Sie spielen da draußen Hockey. Ja, Hockey nicht vielleicht, aber gerade Flipper. Schwerer Unfall mit der Wand von Wagen 5. Hoffentlich geht's Ihnen gut, Leute. Dieses Ding in der Mitte, davor habe ich jedes Mal Angst. Autoteile liegen überall.
sich schnell der Wand vor. Wagen 8, Wand, Wand, Wagen 8. Oh, Wagen 1 fährt mit Höchstgeschwindigkeit in die Mauer. Der helle Wahnsinn. So, und wieder diese komische Tunnel. Wie die Funken sprühen. Wagen 5, was für ein Loser. So, und weiter geht's. Wagen 6 drückt auf den magischen Knopf und geht voll ab. Wir sind schon in der vierten Runde von 8, sehe ich gerade. Und wir liegen ganz gut im Vorsprung, wie es gerade aussieht. Ich wette, Wagen 4 wollte das nicht. Wenden sollte man aus dem Weg gehen. Wahnsinn! Wagen 6 funkelt die Strecke entlang. Ja, das ist Billardspiel oder Flipperspielen in der Luft. Seht euch Wagen 2 an. So was nennt man einen Kratzer. Das sieht übel aus. Wagen 4 ist gerade bei hohem Tempo in die Wand gekracht. Blechsalat auf der Strecke. Wagen 7 ist gerade in eine Wand gefahren. Das war nicht so schön. Hoppla, das kam unerwartet. Wagen 6 ist gerade in eine Wand gekracht. Ja, da habe ich die Kurve nicht gekriegt, diesmal. Aber wir haben so viel Nitro. Und so viel Vorsprung. Ein schrecklicher Aufprall an der Wand von Wagen 1. Ich glaube, der ist raus. Ah. Oh, das muss wehtun. Wagen 1 ist gerade mit der Wand zusammengestoßen. Wagen 5 läuft diese Runde irgendwie nicht. Sag ich doch. Das hat Wagen 2 wohl in einen Schrotthaufen verwandelt. Sind wir da schon wieder am Aufholen? Wagen 2 hatte einen Unfall mit der Wand. Wir haben noch das müssen wir uns für das Best einiges an Strecke vor uns. Und ich sehe da schon wieder einen gelben eine Pfeil auf der Strecke. Geht's für Wagen 3. Fantastisch. Wagen 3 poliert die Absperrung. Und schon wieder diese Crystal vor der Nase. Wagen 6 fährt mit hohem Tempo vor die Wand. Übel. Und Ken haben wir auch noch. Die machen sogar noch eine Überrundung. Wenn Wagen 8 festsitzt, wird's gefährlich. Spaß am Metall verbiegen. Wagen 3 hat gerade die Wand geküsst. Ja gut, letzte Runde. Ja, geht doch. Sich den Titel. Zwei sogar noch eingeholt. Zwei überrundet. Mal schauen, wie lange die anderen brauchen, um reinzukommen ins Ziel. Erst jetzt. Moment mal. Jetzt erst überholt uns. Wow. Wir sind ganz schön langsam unterwegs. Na, komm schon ins Ziel. Wo bleibt ihr denn? Hallo? Hallo? Ah, da sind sie ja. Ui. 26 Sekunden langsamer. Weiter. 2 Millionen Gewinne. Wir haben die 20 Millionen Marke geknackt. Wenn wir dieses Event abschließen, bekommen wir, glaube ich, auch nochmal 11 Millionen. Das heißt, sind bis jetzt 30 Millionen, die wir dann am Ende dieses Spiels haben werden. Auf zu den letzten zwei Rennen. Jetzt geht's nach Deutschland. Liesl Rush. Auch nochmal sehr kurz, sehr kurvig, sehr hügelig. Ja nicht, und wieder einmal heißt es Lethal Rush. Einfacher als das hier geht nicht. Zeit für ein Rundstreckenrennen. Wir sind mit, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ich glaube mit 12 Punkten im Vorsprung, mit 6 Punkten im Vorsprung. Runde 3 dieser Meisterschaft. Ah, wetten wir gegen ihn. Er nimmt den Preis, das Ding an. Gut. Das ist cool. Nur eine Sache. Hebt ihr das Anrempeln für die Tanzfläche auf? Jo, machen wir. Und los geht's.
Nach diesem unglaublichen Aufprall brauchen wir vielleicht einen Abschleppwagen für Wagen 8. Wow. Und Extrem Nitro raus. Ein bisschen langsamer werden, dass wir hier vernünftig fahren können. Das ist mal ein ordentliches Nitro-System, das Wagen 4 da so. Auspackt. Ich habe den Eindruck, diese Typen glauben, sie spielen da draußen Hockey. Nö, eigentlich flippern wir hier die ganze Zeit. Wagen 4 erhöht den Druck. Auf dieser Strecke rutscht man so schön. Hat gerade mit Vollgas eine Wand gerammt. Es ist ein Jammer. Oh, mach nicht. Wagen 3 scheint hier draußen die Kontrolle zu verlieren. Und Extrem Nitro raus. Gucken, wie weit wir fliegen können. Wagen 8 stellt sich schnell der Wand vor. Wagen 8. Ja, Wand, mach nicht. Wand, Wagen 8. Und wieder Nitro. Die Mauer, der helle Wahnsinn. Und durchs Ziel. Blechsalat auf der Strecke. Aber zu stark Wagen gebremst. Ist gerade in eine Wand gefahren. Ah, Mist. Wagen 8 beleuchtet die Strecke. Tolle Show. Das meinte ich, wenn der Wagen keinen Halt mehr hat. Wagen 8 verheizt sein Nitro und schmelzt alles hinter sich ein. Sobald der Wagen die Bodenhaftung verliert, haben wir verloren. Dann fährt der Wagen aber geradeaus. Wagen 4 ist gerade bei hohem Tempo in die Wand gekracht. Das war nochmal knapp. Wagen 2 setzt Nitro ein. So, langsam geht's Richtung Runde Nummer 4. Mann, Wagen 2 knallt mit hohem Tempo vor die Wand. Oh mein Gott, wie abgefahren. Ah, und wieder. Bodenhaftung verloren. Da ging es nur noch geradeaus. Wagen 7 ist gegen eine Wand gefahren. Mal sehen, ob alles okay ist. Zum Glück war das nicht mein Auto. Also sollte man versuchen, diesen Wagen schön Wagen auf der Strecke zu halten. Mit hohem Tempo vor die Wand. Übel. Durchgeknallte Nitro-Action von Wagen 7. Außer an der Stelle. Wäre das gut, wenn man das so macht. So, und wieder Extrem Nitro raus. Hoppla, das kam unerwartet. Und auf in die letzte Wagen Runde. Ist gerade in eine Wand gekracht. Spaß am Metall verbiegen. Wagen 3 hat gerade die Wand geküsst. Jetzt gehen wir mal oben rum. War eine schlechte Idee. Rauf geht's für Wagen 3. Oh, und Nitro raus. Wozu haben wir das Zeug denn? Wagen 6 weiß, woran es diesmal gelegen hat. Das war ein hässlicher Unfall. Und wieder Nitro. Und langsam Richtung Ziellinie mit Nitro. Wenn alles gut geht, sogar ohne Bandenberührung. Und da ist das Ziel. Oh yeah. 3 Minuten 53, 53. Mal schauen, wie lange der Rest noch braucht. Wagen 7 zeigt uns, wie man solch schwere Kurven nehmen muss. Naja, die brauchen halt ein bisschen länger. 27 Sekunden haben sie gebraucht. Und weiter. 1 Million durch Gewinne. Und wieder weiter. Eine Runde noch. Sie könnten sogar das letzte Rennen verlieren und hätten die Meisterschaft gewonnen. Aber wir wollen jetzt perfekt machen. Wir fahren jetzt in Italien. Gladiator Shadow, das letzte Rennen in diesem Let's Play. Es ist Italien halt. Wir fahren durchs Kolosseum. Ich hätte mir gewünscht, dass wir da eine etwas längere Strecke kriegen zum Abschluss. Aber man kann ja nicht alles haben. Deshalb versuchen wir jetzt mal die Strecke in Italien noch ein bisschen zu genießen. Zeit für eine neue Runde im Schatten. Gladiator's Shadow.
Okay, Leute, das ist einfach zu verstehen. Zeit für ein weiteres Rundstreckenrennen. So. Runde 4 und da draußen kocht sicherlich die Stimmung über. Wir wetten gegen sie diesmal. Oh, sogar verringert. Schade. Exzellent, das wird ein toller Kampf. Gut, dann wollen wir uns mal aufmachen ins letzte Rennen dieses Let's Plays. Und genießt die Strecke in Italien. Allen voran Wagen 2. So, wie Young mal wieder kennen. So. Wagen 8 holt sich die Führung. Und Speed. Wow, was für ein heftiger Bremsen, Kurve fahren. Und raus mit dem Nitro. So, raus, Nitro beenden. Einmal draufgetreten und schon macht Wagen 2 einen Platz gut. So. Gefahr auf der Strecke. Wagen 6 hat eine Reifenwand gerammt. Und Nitro raus. 6 Runden. In der zweiten sind wir. Nitro und schmelzt alles hinter sich ein. Das Stückchen hier durchs Kolosseum ist eine Katastrophe. Durchgeknallte Nitro-Action von Wagen 7. So, und Nitro raus. Bis hierhin, das reicht, ansonsten fahren wir zu weit. Wagen 7 verbessert und wieder sich die Bande berührt. Position. Ein sauberes Überholmanöver von Wagen 6. Und Nitro. Kann Wagen 8 diese persönliche Bestzeit verbessern? Das sehen wir gleich, wenn ich diese Strecke hier gut durchmeistere. Einen Platz rauf geht's für Wagen 3. Wagen 5 gibt Vollgas und holt einen Platz auf. Jetzt ist Nitro empty. Wagen 3 trifft auf Reifenwand. Jetzt wird's gefährlich auf der Strecke. Und ohne diesmal die Bande zu berühren. Aber dafür rühren wir die Bande. Ah, ein bisschen interessant müssen wir das Rennen ja noch machen. Wagen 6 wird durchgereicht. Autoteile liegen überall auf der und wieder aufs Gas. Heute gehen die Fahrer auf Tuchfühlung. Ich spare mir jetzt ein bisschen das Nitro auf für die lange Gerade. Wagen 8 stellt sich schnell der Wand vor. Wagen 8, Wand, Wand, Wagen 8. Wagen 5 ist und Ente. Ende. Wagen 1 Runde 4. Wir gehen gleich in Runde 5. Und hallo, Runde 5. So, jetzt fahren wir ein bisschen langsamer. So, ein bisschen Nitro wieder benutzen. So, kein Nitro mehr, weil ich die Bande berührt habe. So. Die Investition in Nitros zahlt sich aus für Wagen 3. So, wieder extra Nitro raus. Da ist Wagen 8 in der letzten Runde. Ja, letzte Runde. Also genießt die Runde, Jungs und Mädels. Alle anderen Fahrer müssen aufpassen. Wagen 8 hat auf der Reifen hinterlassen. Wir haben einen schönen Vorsprung herausgefahren. Das letzte Mal extrem Nitro raus. In eine Reifenwand gefahren. Da werden Unfälle nicht lange auf sich warten lassen. So Jungs, genießt das Rest den Rest der Strecke. Ich versuche die da vorne jetzt nicht einzuholen. Wagen 6 drückt auf den da ist das Ziel. Und, geht voll ab. Und das war das letzte Rennen dieses Let's Play. So, jetzt warten wir nochmal das letzte Mal ab, wie lange der zweite braucht, um ins Ziel zu kommen.
Allein wie langsam der jetzt fährt, sieht man, wie hügelig das Ganze ist. Ja, und hier hat der Wagen wieder einigermaßen Grip. Fast 30 Sekunden. Nein, 30 Sekunden hat er gebraucht. Weiter. Wir sind der Hin-Elite beigetreten. Dritter Platz hat Tyrone Albuquerque gemacht. Zweiten Platz Bobby Sawyer. Und wir natürlich den ersten Platz. Wir bekommen durch den ersten Platz 11,62 Millionen Dollar. Damit haben wir jetzt auf dem Konto 32 Millionen Dollar. Holen uns durch die Wette nochmal 500.000 hinzu. Gewinnen die Meisterschaft mit 24 Punkten. Das sind 14 Punkte Vorsprung vor Bobby Sawyer. Und wir sind der Hin-Elite beigetreten. Damit war es das für dieses Let's Play. Ich bedanke mich bei allen, die dieses Let's Play geschaut haben. Auch bei diesen Leuten, die ab und zu mal eine negative Bewertung gegeben haben. Weil die haben mich darüber nachdenken lassen, was ich in Zukunft besser machen kann. Hin-Elite, herzlichen Glückwunsch! Du hast Juice 2 durchgespielt und bewiesen, dass du ein Elite-Fahrer bist. Das mag man kaum glauben, so wie ich mich teilweise im Let's Play angestellt habe auf den diversen Strecken. Das letzte Mal gucken wir uns den Fahrerbrief an von diesem Fahrzeug. Fahrzeugbrief, nicht den Fahrerbrief. Spiel wird gespeichert. So, ich bedanke mich nochmal für alle, die zugeschaut haben bei diesem Let's Play. Wie schon gesagt, auch bei den Leuten, die mir negative Bewertungen gegeben haben. Weil die haben mich darüber nachdenken lassen, ob ich vielleicht was anderes machen müsste. Oder ob ich was anders machen müsste. Was anderes wäre ja was ganz anderes. Das nächste Autorennspiel, welches wir in Zukunft, oder was jetzt in Zukunft kommen wird, ist Most Wanted. Beziehungsweise Need for Speed Most Wanted. Von EA Games, beziehungsweise von Criterion Games. Criterion Game, egal wie das jetzt heißt. Das wird mein nächstes Autorennspiel, welches ich Let's Playen möchte, beziehungsweise vielleicht auch werde. Ansonsten, ich hoffe, euch hat mein Let's Play gefallen. Ihr schaut auch meine anderen, hoffe ich. Wenn nicht, wäre mal schön, wenn ihr da reinschauen würdet. Zurzeit läuft mein Dauer-Let's Play von Minecraft in der Staffel 2. Dieses ist mein erstes Let's Play, welches ich jetzt auch beendet habe, auch ein richtiges Ende hat. Deshalb möchte ich nochmal sagen und auch einen Wunsch aussprechen, dass ihr euch meine anderen Let's Plays anseht und hoffe, dass wir uns da drin wiedersehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch, schönen Abend noch, schönen Morgen noch, egal wo ihr gerade seid oder wann ihr das gerade guckt. Wir sehen uns meinen anderen Let's Plays. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und tschüss, der letzte Gruß aus Juice 2 Hot Import Nights. Tschüss.